Ja. Sommercamp-Tragödie. Bärenangriff mit mehreren Todesopfern. Was sagst du dazu, Anton? Mehrere? Das ist ja ganz toll. Klingt, als würde die Polizei die Leichen nicht mal alle zählen. Stattdessen heißt es da wohl nur 1, 2, 3. Ach, weißt du was? Lass uns einfach mehrere sagen. Vielleicht ist es aber auch Absicht. Und sie dürfen diese Infos noch nicht rausgeben. Manchmal bekommt man nur sehr schwer Informationen aus der Polizei heraus. Vor allem, wenn man Expertin für Paranormales ist. Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Okay, also das hier wird dich gleich von den Socken hauen, Anton. Sind sie denn auch gut versichert? Du fragst, ob ich eine Sockenversicherung habe? Klar, man sollte seine wertvollsten Sachen unbedingt versichern. Socken? Ja. Interessante Prioritäten. Red weiter. Aus gutem Grund kommen wir nochmal auf Hackett's Quarry zu sprechen. Es gibt neue Entwicklungen und ich habe ein paar Informationen gesammelt. Ich bin skeptisch, aber ganz Ohr und halte meine Socken fest. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Oh Gott, du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein, wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Nope. Okay, also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört? Auf diese Stimme solltest du hören. Okay, also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten. Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt. Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Überraschung. Anonyme Spende? Okay. Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn's echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Und ich weiß, weil ich weiß, dass es nie echte Beweise geben wird. Nur deswegen. Okay, aber uns haben neue Infos erreicht. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind oder banal. Na schön, legen wir los. Für alle zu Hause, wir öffnen jetzt ein Paket von einem mysteriösen Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere. Hast uns erwischt. Ach, tut mir leid, das ist echt gründlich zugeklebt. Mann, ist das viel Klebeband. Hilfst du mir mal? Hast du vielleicht einen Schlüssel, mit dem ich es einritzen kann? Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein, nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich ab. Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich habe nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay, denk mal ein bisschen über Mörder nach. Erinnerst du dich an die vermissten Wanderer? Ja. Was, wenn ich geleakte Fotos von einer ihrer Kameras hätte? Fotos, die sie in Hackett's Quarry zeigen, am mutmaßlichen Fundort der Kamera? Ich würde annehmen, dass sie dort waren und die Kamera verloren haben. Nur eine Frage, Anton. Aus welchem Grund fällt einem die Kamera aus der Hand? Man stolpert über eine Wurzel. Man wird angerempelt. Unebene Pflastersteine. Oder man wird ermordet. Eine verlorene Kamera macht noch keine vermissten Wanderer. Wo sind sie jetzt? Was weiß ich? Menschen verlaufen sich andauernd im Wald. Das kommt 100 Mal im Jahr vor. Die tauchen wieder auf. Ich hab noch mehr. Ach was. Mm-mm. Ich vertraue dir jetzt noch was anderes an. Meinen Quellen zufolge wurden auch ihre Rucksäcke im Sommercamp gefunden. Die beiden Rucksäcke? Echt?
Warum weiß die Öffentlichkeit dann nichts davon? Warum stehen die Hackers nicht unter Verdacht? Darauf will ich hinaus. Vielleicht wären sie es ja, wenn jemand wüsste, wo sie sind. Wird hier vielleicht was vertuscht? Und da geht mal wieder die Fantasie mit dir durch. Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay, das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Ihre Ur-Ur-Urgroßeltern waren Fallensteller und haben das Land anno dazumal abgesteckt. Abgesteckt? Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hackett, okay? Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache? Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab. War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der siebte Sohn der Fallensteller, die Zahl sieben, hat große, mystische Kraft. Ist klar. Die Mine schloss. Okay, und dann lebten sie nur noch von dem Land? Ja, du sagst nur, aber das Gelände umfasst viele Hektar. Ein riesiges Waldgebiet. Jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay. Ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar jetzt um Hektar. Kommt's. Dichter Spukwald. Wenn du das sagst. Yay, yeah. Die Werbung. Es geht noch weiter. Willkommen zurück bei Bizarr oder Banal. Anton, heute habe ich zur Abwechslung leichte Lektüre für dich. Okay, du willst, dass ich das hier lese? Mhm. Na schön, das ist... Das hier ist die Kopie eines Briefs, den Kaylee Hackett ihrer Großmutter geschrieben hat. Angeblich. In Ordnung, ist ja wohl eigentlich mehr dein Ding, aber das krieg ich wohl hin. Ich finde, einen Beweis aus deinem Mund zu hören, verleiht ihm mehr Bedeutung. Schön, dann leg ich mal los. Omi, wie lange soll das so weitergehen? Ich weiß ja, Familie geht vor, aber ich will endlich wissen, was hinter dem Wald ist. Weg von diesem beschissenen Haus und dem Camp. Aber das erfahre ich nie, weil wir sind, wer wir sind. Erklären wir es den Leuten doch einfach. Zeigen wir ihnen verdammt nochmal, dass wir nichts dafür können. Ich weiß ja, du willst uns nur beschützen, aber was ist, wenn du nicht mehr bist? Ich fühle mich, als ob wir in einem dunklen Loch festsitzen. Ich kann kaum schlafen, Omi. Wenn doch, träume ich von dem scheiß Feuer. Wir waren so dumme Kinder. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Hab dich lieb. K. Küsschen. Das ist abgefahren. Ja, das scheiß Feuer. Klingt das etwa nicht nach dem Hilfeschrei einer Person, die etwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen sollen? Ja, das ist echt verstörend. Sie wirkt doch total gequält. Und das hier ist echt? Ich wüsste nicht, wieso man es fälschen sollte. Aber ich kann es auch nicht beweisen. Du musst deine Zweifel einfach mal außen vor lassen. Mann, armes Mädchen. Ja, da ging irgendwas vor. Etwas nagte schwer an ihr. Und genau das will ich ergründen. Okay, ich lass meine Zweifel außen vor. Fürs Erste. Als Nächstes hab ich hier noch dieses leere Fiolen-Ding. So wie du leer sagst, klingt es, als wäre da vorher was Gruseliges drin gewesen. Tja, sie ist nicht halb voll, du Optimist. Wir haben ein Foto von meinem übernatürlichen Singvögelchen erhalten. Wer immer das auch sein mag, was fällt dir dazu ein? Ein Vogel sendet dir Fiolen voll mit... Ich finde, das sieht aus, als wäre Blut drin gewesen. Singvögelchen, kein echter Vogel, auch wenn ich gut zu Vögeln bin.
Eindeutig zweideutig. So habe ich das gar nicht gemeint. Vergessen wir das. Sieh dir die Fiole an. Schreit sie nicht nach einem schändlichen Ritual? Naja, sieht aus, als könnte da Blut drin gewesen sein. Ja, für mich sieht da irgendwas nicht ganz normal aus. Ja, in der Fiole war Blut, verdammt. Okay, Anton, ich zeige dir jetzt einen eindeutigen Beweis. Dass du komplett den Verstand verloren hast? In Hackett's Quarry ist etwas Schlimmes passiert. Übernatürlich schlimm. Du erzählst andauernd solchen Mist und es ist immer übertrieben. Man muss eben übertreiben, um etwas zu verkaufen. Nennt sich Kapitalismus. Na klar. Okay, das sind Bilder von einer der Wildkameras in den Hackett-Wäldern. Oh, cool. Eine Kamera im Wald? Wurde ein Eichhörnchen gesichtet? Ey, wer sie auf dem Mountainbike montiert, willst du dir das ganze Video reinziehen? Aber sowas von. Geht es um ein Mountainbike? Nein, aber sieh's dir trotzdem an. Okay. Das ist ein Bär? Das soll ein Bär sein? Das ist nie im Leben ein Bär. Dann eben ein, dünner Bär? Sieh hin. So scharfe Bilder von einer solchen Kreatur habe ich noch nie gesehen. Ich finde sie unscharf. Unscharf und überzeugend. Manchmal liegt die Wahrheit einfach zwischen den Zeilen. Wenn du meinst. Aber so ein Video ist super leicht zu fälschen. Die Technologie ist echt mega krass. Okay, aber warum zur Hölle nehmen die Hackett's überhaupt solche Videos auf? Ja, gute Frage. Schräges Video von einem dünnen Bären? Ich hab keinen Schimmer. Was denn für ein dünner Bär? Schon mal einen dünnen Bären gesehen? Ja, ist die voll traurig. Oh. Ja, Eisbären. Sie finden oft nur schwer, was zu fressen. Nur kein Mitleid, die sind echt böse. Okay, selbst wenn wir die Hackett's kurz außen vor lassen, ist hier was faul. Bereit für echt gruseligen Scheiß? Ich bin bereit für echten gruseligen Scheiß. Ich bezweifle nur, ob du abliefern kannst. Dreh nur nicht durch. Ich geb mir Mühe. Gut, willst du meine Hand halten? Nein. Na schön. Soll ich dir tröstend über den Rücken streicheln? Oh, jetzt spuck es schon endlich aus. Soll ich das Licht anmachen, damit du nicht so viel Angst hast? Du sollst gar nichts machen. Rück einfach raus mit der Sprache. Na schön, was ist das? Was sehen wir uns gerade an? Eine Betreuerin hat dieses Foto geschossen. Emma Mountebank. Stammt von ihrem Handy. Oh ja. Oh mein Gott, ist das echt? Genau das gilt es zu klären. Es sieht bearbeitet aus, findest du nicht? Ich glaube nicht. Schau dir die Augen an. So sieht echte Gefahr aus. Verdammt, was ist das? Bizarr, nicht banal. Was ist da passiert? Mehr als uns verraten wird. Mann. Da ist noch etwas. Ja? Das passiert mit einem Negativfilter. Was ist das? Na sieh, die Hexe von Hackett's Quarry. Siehst du? Der Kreis schließt sich. Das könnte alles Mögliche sein. Sieht kaum wie ein Mensch aus. Ich meine, wie heißt das, wenn man im Kartoffelpüree Gesichter sieht? Wie kannst du immer noch Zweifel haben? Was willst du hören? Wenn ich etwas nicht selbst erlebe, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass es gefälscht ist. Okay, und was hältst du davon? Ist das Haut? Haut, Fell, wie auch immer du es nennen magst. Sieht menschlich aus. Hm. Warte, wirklich? Gehört offenbar einer der Kreaturen, die mutmaßlich für alles verantwortlich sind. Haben wir das Original? Kann ich es in, Fleisch und Blut sehen? Nein, nur das Foto. Wer auch immer sich gemeldet hat, war schlau genug, keine Beweise zu stehlen. Praktisch, dass wir es nicht in echt sehen können, oder? Ach, komm schon. Ich meine ja nur. Okay, weißt du, ich gebe zu, dass es seltsam ist. Oh mein Gott. Ich habe doch nur gesagt, dass es seltsam ist. Mein Gott, ich hab's geschafft. Hast du nicht, ich find's nur seltsam. Ich hab's geschafft, dich überzeugt, dich auf meine Seite gezogen. Jetzt glaubst du auch dran, stimmt's? Ich werde nie auf deiner Seite sein. Ich habe gewonnen. Hast du nicht, sieh doch mal. Das ist ein Wettstreit und ich bin siegreich. Hast du nicht? Ich meine ja nur, ich finde, die fehlenden Details in den Nachrichten, das ganze Zeug, was immer das heißt, es deutet darauf hin, dass etwas Seltsames vor sich geht. Seltsam. Interessante Wortwahl. Was willst du damit sagen? Klappe. Komm schon. Nein. Gib mir, was ich hören will. Ich geb dir überhaupt nichts. Hast du doch praktisch schon. Jetzt gib mir die Worte, nach denen ich mich so sehne. Okay, mit dem Titel war ich nie einverstanden, aber zum ersten Mal ist dieser Fall vielleicht
Bizarr, nicht banal. Das ist der beste Tag meines Lebens. Das ist traurig. Wieso? Deiner nicht? Nein. Und was jetzt? Wir übergeben das der Polizei. Soll sie entscheiden, ob es nützlich ist oder nicht. Ich wünschte, wir könnten mehr erfahren. Dass wir einfach in eine Kristallkugel blicken und sehen, wie es ausgeht. Würde das Spaß machen? Wir können spekulieren, aber wir waren nicht da und haben nicht durchgemacht, was diese Kids erlebt haben. Wir werden nie wissen, was wirklich in Hackett's Quarry los war. Wer zur Hölle bist du überhaupt? Ein ehrlicher Mensch. Das war wundervoll. Dankeschön. Du bist genau in die Art von Inhalt durchgestartet, die mir am Herzen liegt. Das war einfach der erste richtige Gedanke in diesem Podcast. Okay. Es geht wohl weiter mit dem Podcast. Oder nicht?